verstehe dich. Du möchtest mit Shopify Dropshipping starten, fühlst dich aber gelähmt, weil du eben keine Fehler machen möchtest. Und aus diesem Grund recherchierst du stundenlang, wie man eben dieses Business startet und warum andere mit Shopify Dropshipping gescheitert sind. In diesem Video gebe ich dir eine Abkürzung, damit du die Top 10 Fehler, die Shopify Dropshipping Anfänger begehen und dadurch scheitern, überspringen kannst, damit du von Anfang an einen erfolgreichen Online-Shop aufbauen kannst, ohne eben diese Fehler selbst begehen zu müssen. Und wenn du bereits einiges probiert hast, aber nichts hat bisher geklappt, dann ist dieses Video ebenfalls für dich. Es kann außerdem sein, dass die Dinge, die ich dir jetzt in diesem Video erzähle, dass sie dich triggern werden. Deshalb behalte bitte immer im Hinterkopf, dass die Dinge, die ich anspreche, keine persönlichen Anfeindungen an dich sind, sondern Erkenntnisse, die ich mir persönlich angeeignet habe und die mir persönlich auch zu massivem Erfolg verholfen haben, und ich möchte diese einfach heute mit dir teilen. Und falls du das ein oder andere schon mal gehört hast, dann schau trotzdem weiter, denn es gibt sicher eine Sache, die dir vielleicht neu ist oder eine andere Sache in ein neues Licht rückt. Übrigens, wenn du eine funktionierende Strategie brauchst, um dein eigenes Shopify Dropshipping Business zu starten, dann habe ich dir einen Workshop in der Videobeschreibung verlinkt, der dir dabei helfen wird, genau das zu erreichen. Melde dich aber erst, nachdem du das Video komplett angesehen hast, an, denn die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, die helfen dir dabei, das meiste aus diesem Workshop rauszuziehen. Also, fangen wir an mit dem Content, los geht's. Punkt Nummer 1, warum Leute mit Shopify Dropshipping scheitern, ist, dass sie Produkte verkaufen, bei denen es einfach keinen Bedarf gibt. Und bei Produkten ohne Bedarf ist das ganz, ganz einfach. Nur weil du etwas magst, heißt es nicht, dass es auch andere Leute mögen. Zum Beispiel hatte ich letztens einen Mentoring-Call in meinem Coaching-Programm, wo ich von einer Teilnehmerin gefragt worden bin, ob ihr Produkt denn gut ist. Da habe ich sie gefragt, ob sie eine Marktrecherche gemacht hat, und sie meinte einfach, nee, aber ich finde das Produkt an sich ganz gut, weil es interessiert mich und es kommt sogar aus biologischem Anbau. Also das sind alles nur natürliche Sachen in diesem Produkt verbaut. Und was ich leider schade finde, obwohl das Ganze ein sehr, sehr tolles Produkt war, im Tierbereich vor allem, konnte diese Person das nicht verkaufen aufgrund der fehlenden Marktrecherche. Und wenn die Marktrecherche fehlt, wie willst du etwas verkaufen? Das Einfachste, was wir tun können als Dropshipper, als Unternehmer, wir können hingehen und schauen, wo denn aktuell erfolgreiche Produkte da draußen sind und wie diese verkauft werden. Also welche Werbeanzeige wird da geschalten? Wie viele Leute haben diese Werbeanzeige vielleicht schon gesehen? Da kannst du dann sehen, wie viele Likes die haben, wie oft die geteilt wurden und so. Und dann wirst du sehen, okay, da ist schon mal ein bisschen was dahinter. Und dann kannst du gucken, wie wird denn das Ganze jetzt verkauft? Ist da jetzt ein ganzer Sales Funnel dahinter? Schicken die Leute direkt aufs Produktlisting? Werden Upsells angeboten? Und wenn dir das bisher gefällt, das Video, by the way, dann kannst du unter dem Video einfach mal auf Abonnieren drücken und dem ganzen Daumen nach oben geben. Dann weiß ich ganz genau, dass dir das gefällt. Und ich werde in Zukunft weiter solche Videos wie dieses hier machen, wo ich dir einfach ein paar Sachen aufzähle, die du machen kannst, um dein Business aufs nächste Level zu bringen. Punkt Nummer 2, warum Shopify Dropshipping Anfänger scheitern, ist ganz einfach, weil sie viel zu günstig verkaufen und auch viel zu günstigen Schrott verkaufen. Ja, also es sind zwei Dinge, auf die du hier achten musst, dass du erstens mal ein Produkt verkaufst, was einen guten Verkaufspreis hat, im Endeffekt eine hohe Marge hat, und deswegen empfehle ich immer, Produkte von mindestens 50 bis 70 Euro zu verkaufen, und wenn du schon ein bisschen besser bist, dann können wir das Ganze auch auf 200 Euro steigern pro Verkauf, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du jetzt anfängst, ganz günstige Produkte zu verkaufen, dann kannst du keine Werbeanzeigen schalten und am Ende wunderst du dich, warum du kein Geld verdienst, wenn du Werbeanzeigen schaltest. Und was habe ich auch gerade eben noch gesagt? Ganz einfach, Leute verkaufen Schrott. Wenn du nur Schrott verkaufst, wirst du niemals in der Lage sein, mehr Geld an einem Kunden zu verdienen, weil dieser nur einmal kauft und dann ist er für immer weg. Kombiniere das mit günstigen Schrottprodukten, wirst du erstens nicht in der Lage sein, Geld damit zu verdienen, und zweitens wirst du auch nicht in der Lage sein, deine Kunden langfristig abzusellen. Punkt Nummer 3 ist die Beziehung zur Arbeit an sich. Wenn du zum Beispiel nur arbeitest, damit du überleben kannst, damit du deine Miete bezahlen kannst, damit du dein Auto bezahlen kannst und damit du was zu essen auf dem Tisch hast, dann bist du nicht in der Lage zu wachsen. Ganz einfach, weil du immer konstant Angst hast, dein Überleben zu sichern. Und wenn du dann zum Beispiel ein Business startest und du hast zum Beispiel noch einen Job, dann hast du 8 Stunden schon in deinem Job gearbeitet und hast dann nicht mehr die Energie für dein Business. Und dein Business siehst du dann ebenfalls als Arbeit, und Arbeit ist was Schlechtes und hast du da keine Lust drauf, und dann prokrastinierst du, dann schiebst du das Ganze wieder auf und gibst auch vielleicht zu früh auf. Oder wenn du zum Beispiel Erfolge verzeichnest, kommst du nur an den Punkt, wo du bequem wirst. Und an diesem Punkt hörst du dann auf zu wachsen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich sehe immer wieder Leute, die kommen auf 30.000 Euro Umsatz im Monat mit ihrem Store, und dann sind das ungefähr 10.000 Euro pro Monat an Profit, den man dann hat, und dann wird man einfach bequem und ruht sich darauf aus. Und das Gefährliche dabei bei diesem Ausruhen ist ganz einfach, dass die Umsätze dann runtergehen, dein Einkommen geht wieder runter, bis du dann eben wieder triebgesteuert wirst und dann anfängst wieder
zu arbeiten, weil eben deine Existenz wieder bedroht ist. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass es besser ist, zu arbeiten, der Arbeit willen. Also weil ich etwas geil finde. Und wie du schon merkst, das Wort Beruf kommt von Berufung. Also du fühlst dich berufen, etwas zu tun. Und wenn du dich berufen fühlst, etwas zu tun, dann tust du alles, was du nur tun kannst, um eben diesem Job, dieser Arbeit eben nachzugehen. Und wenn das dein Business ist, dann ist das Beste, was du je tun kannst. Falls du keine Zeit hast, das nach der Arbeit zu machen, diese 3-4 Stunden täglich in dein Business zu investieren und da voranzukommen, dann mach halt ein bisschen vor der Arbeit was, steh ein bisschen früher auf und so wirst du auch in der Lage sein, dann dein Business aufs nächste Level zu bringen und zu wachsen und was wirklich Tolles dir aufzubauen, was dich finanziell frei machen kann. Und dann machst du das Ganze einfach nicht mehr nur wegen dem Geld, sondern einfach, weil du es geil findest und weil du Bock darauf hast. Und mal ganz ehrlich, wenn es dir keinen Spaß macht, warum solltest du es überhaupt tun? Ganz ehrlich, so sehe ich das. Punkt Nummer 4, warum Leute mit Shopify Dropshipping scheitern, ist, dass sie sofort Resultate sehen wollen. Und was meine ich damit? Ganz einfach. Die Leute wollen das Endresultat haben, aber sie sind sich nicht darüber bewusst, welchen Weg man gehen muss und wie hart dieser Weg ist. Und vielleicht macht der Weg ihnen auch gar keinen Spaß. Das heißt, man möchte unbedingt Millionär sein, aber man möchte nicht jeden Monat ein bisschen Geld sparen. Man möchte einen geilen Körper haben, aber man möchte nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen oder sich gut ernähren. Man möchte eine super Beziehung haben, aber man geht nicht auf Dates. Du verstehst, was ich meine mit diesem Punkt hier. Das heißt, was wir anstatt dessen machen müssen, ist, wir müssen uns nicht in das Ziel verlieben und sofort Resultate haben, nicht sofort irgendwie 100.000 Euro pro Monat verdienen, sondern wir müssen das lieben lernen, was uns eben dort automatisch hinbringt. Und wir müssen auch Gewohnheiten aufbauen, die das eben automatisch bewerkstelligen. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen ersten Store aufbauen möchtest und du möchtest damit auf 10.000 Euro pro Monat kommen, dann überleg dir ganz genau, welche Gewohnheit du jeden Tag tun musst, um dort automatisch hinzukommen und lerne diesen Prozess zu lieben, weil ansonsten kannst du nicht lange durchhalten. Ja, und das ist zum Beispiel in dem Fall Produkt recherchieren, natürlich Werbeanzeigen recherchieren und auch natürlich Produkte launchen. Und das machst du die ganze Zeit. Wenn du zum Beispiel kostenlose Traffic-Methoden benutzen möchtest, dann kannst du jeden Tag einen Blogartikel schreiben oder ein YouTube-Video veröffentlichen, was auch immer dich in deinem Business weiterbringt. Damit musst du in love fallen. Dieser Prozess wird dich dann automatisch dahin bringen. So sieht's aus. Punkt Nummer 5, warum viele mit Shopify Dropshipping scheitern, ist, weil sie sich einfach nicht weiterbilden wollen. Skillbuilding sollte die ersten 2 Jahre, wenn du dein Business startest, das Wichtigste sein, was du überhaupt tust. Das Geld sollte überhaupt nicht im Vordergrund stehen, sondern der Aufbau von wertvollen Skills, wie zum Beispiel Marketing oder Website bauen oder Conversion Rate Optimierung und all diese Dinge. In diesen musst du gut werden, damit du ein geiles Business dir aufbauen kannst. Und wenn du das nicht tust, dann ist das ungefähr so, als würdest du versuchen, mit einem Catcar in der Formel 1 mitzumachen. Und aus diesem Grund solltest du dich einfach nur darauf fokussieren, gut in den Dingen zu werden. Und das als allererstes. Das ist ein absoluter Vordergrund. Wenn du zum Beispiel schlechte Verkaufsseiten baust, ja, dann weißt du, was zu tun ist. Du musst gut werden im Verkaufsseiten bauen oder gut werden im Video-Ads schalten oder im Video-Ads erstellen. Und wenn du das hinbekommst, dann kommst du deinem Schritt wieder ein Stück näher. Und sobald du dein Skill-Building auf so ein Level gebracht hast, dass du einfach gut in den Dingen bist, dann wirst du auch automatisch als Beiprodukt Geld verdienen. Punkt Nummer 6, warum viele mit Shopify Dropshipping scheitern, ist, weil sie es alleine probieren wollen. Und das ist das Letzte, was ich selber tun würde. Weil wenn du alleine anfängst und denkst, dass du so viele Sachen von Anfang an als Anfänger richtig hinbekommst gegen Leute, die das schon wirklich so lange machen und vor allem auch gegen Big Player wie große Marken in verschiedenen Bereichen, dann wirst du ganz schnell auf die Fresse fliegen. Es ist möglich, verstehe mich nicht falsch, das alleine hinzubekommen, aber das schaffen wirklich nur 0,00001% der Menschen. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Business starte, wovon ich zum Beispiel keine Ahnung habe, in einem Bereich, in dem ich noch nie war, dann suche ich mir einen Mentor oder kaufe mir einen Kurs. Oder ich schaue so viele YouTube-Videos an, dass ich es mir wünschen würde, dass ich mir doch lieber einen Kurs oder Mentoring gebucht hätte, weil ich einfach so viel Zeit verschwendet habe. Und ganz ehrlich, wenn deine Zeit beispielsweise 50 Euro wert ist und du investierst 100 Stunden, hast du 5.000 Euro einfach mal verbrannt, indem du YouTube-Videos geguckt hast. Wenn deine Zeit 200 Euro wert ist und du investierst wieder 100 Stunden, um das Ganze mal nur ein bisschen zu lernen, dir ausrechnen, wie viel Geld du da verbrannt hast. Und das ist eben das Gefährliche daran, wenn du es eben alleine probierst. Und du lernst natürlich außerdem aus den Fehlern von anderen Menschen, sodass du sie eben nicht selber begehen musst. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Also dieses ganze Learning by Doing oder das alleine
versuchen, um erfolgreich zu werden. Das klappt in den meisten Fällen nicht. Und es gibt Leute, die einfach nur ihr ganzes Leben lang etwas probieren und es deswegen einfach nicht schaffen, weil sie es eben immer alleine probieren wollen. Punkt Nummer 7, warum viele mit ihrem Online-Business nicht erfolgreich werden, ist der fehlende Fokus. Und damit meine ich, dass Leute von Möglichkeit zu Möglichkeit springen und aus diesem Grund nicht vom Fleck kommen. Es kann sein, dass du zum Beispiel überhaupt keine Resultate erzielt hast mit einer Möglichkeit. Beispielsweise hast du Amazon FBA gemacht und überlegst dir dann, okay, ich habe jetzt hier keinen Erfolg gehabt, dann gehe ich doch mal lieber hier hin und mache Affiliate-Marketing. Und dann merkst du, nach einem halben Jahr hast du es probiert, immer noch nichts. Und manche bleiben nicht mal ein halbes Jahr drin, manche bleiben nur 2 Wochen dran und denken, na, ich bin immer noch nicht reich geworden, das funktioniert alles nicht. Und es liegt einfach nur daran, dass du deinen Fokus nicht auf eine Sache für mal mindestens 2 Jahre lang gelegt hast. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich habe mir gesagt, ich widme immer 2 Jahre ein neues Projekt, bevor ich sagen kann, ob das sich rentiert hat oder eben nicht. Weil alles unter 2 Jahren einfach nur Spielerei ist. Mich hypt sowas auch immer. Ich finde das richtig geil, wenn ich irgendwie eine neue Methode sehe oder eine neue Strategie, mit der man sein Business aufs nächste Level bringen kann oder eine neue Businessmöglichkeit, mit der man ja vielleicht ein bisschen was leichter erreichen kann als das, was man eigentlich gerade tut. Da will man eigentlich immer mit aufspringen, aber du musst dir selbst die Scheuklappen auflegen und sagen, hey, ich committe mich mal für mindestens 2 Jahre darauf, damit ich hier Vollgas geben kann, weil mir ist es wichtig, dass ich auch hier richtig gute Resultate verzeichnen kann, weil ohne fehlenden Fokus kannst du nicht gut in etwas werden. Und wenn ich mein ganzes Leben darauf richte, in diesem Bereich gut zu werden, wie willst du ähnlich viel Geld verdienen wie ich, wenn du bloß 2 Wochen da rein investierst? Das ist völliger Quatsch. Ich finde es auch immer ganz interessant, was erfolgreiche Autoren schreiben, wenn es um das Thema Fokus geht. Und Tony Robbins hat zum Beispiel gesagt, Leute überschätzen das, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen massiv, was sie in 10 Jahren erreichen können. Und das gilt hier in diesem Fall besonders. Punkt Nummer 8, warum viele mit ihrem Dropshipping-Business scheitern, ist, dass sie keine Fehler machen wollen. Und deshalb starten sie einfach nicht. Und nichts könnte schlimmer sein als Perfektionismus. Ich habe schon sehr, sehr oft gesehen, dass Leute einfach in Startlöchern stehen, alles ist fertig, aber dann launchen sie ihren Store nicht, weil zum Beispiel die Buttonfarbe noch nicht passt oder die Schriftart passt nicht oder der Hintergrund von einem Foto ist noch nicht ganz, ganz, ganz weiß und das Bild ist noch nicht ganz richtig ausgeschnitten und deswegen kann man vielleicht nicht launchen. Und das ist sehr, sehr schade. Wenn du anfängst, perfektionistisch zu agieren, dann wirst du dich lähmen und du fällst auch in eine Analyseparalyse, weil du zum Beispiel 5 Produkte miteinander vergleichen möchtest. Und am nächsten Tag hast du wieder 5 Produkte, die du doch vielleicht besser sind als die, die du schon recherchiert hast und aus diesem Grund kommst du einfach nicht voran. Und dieser Perfektionismus ist einfach nur toxisch. Und mir persönlich hilft einfach der Satz, done is better than perfect, also fertig ist besser als perfekt. Und aus diesem Grund haus einfach raus, auch wenn es unfertig ist und auch wenn du sagst, hey, das ist nicht perfekt, mach's einfach. Just do it. Done is better than perfect. Exactly. Punkt Nummer 9, Bildung wird zur Unterhaltung. Und meiner Meinung nach ist das der toxischste Grund von allen, weil du einfach glaubst, dadurch, dass du weitere Videos anguckst und einfach 4 Stunden pro Tag YouTube-Videos guckst, dass du dann in deinem Business weiter vorankommst, obwohl in Wirklichkeit gar nichts passiert. Und da verfallen viele Leute drunter und die kaufen sich doch zum Beispiel einen Kurs nach dem anderen, kaufen sich wieder was. Und dann haben die irgendwie alle Kurse in einem Bereich, aber haben noch nie einen einzigen umgesetzt. Und aus diesem Grund, lass Bildung bitte nicht Unterhaltung werden. Wenn du Informationen bekommst, setz sie sofort um. Time of Implementation ist wichtig. So kürzer du die Zeitspanne machst, indem du etwas umsetzt, nachdem du etwas erfahren hast, desto erfolgreicher wirst du in deinem Leben. Weil ohne Umsetzen wird einfach bei dir in deinem Leben nichts passieren. Punkt Nummer 10. Sie verkaufen Produkte, die du auf gar keinen Fall anbieten solltest, wenn du einen erfolgreichen Online-Shop aufbauen willst. Und wenn du wissen willst, welche Produkte das sind, dann schau dir auf jeden Fall hier dieses Video an.